So, da bin ich wieder. Ganz links seht ihr die Bischofsmütze. Denkt daran, dass ihr bei der Bischofsmütze auf die geschlossene Kante achten müsstet, wenn ihr sie vor dem Gast einsetzt. Beim Fächer haben wir gelernt, bis 5 zu zählen, um den Fächer zu falten. Bei der Djunke haben wir darauf geachtet, dass wir immer die 4 dünnen Segel oben haben und das dicke Dreieck den Bug des Schiffes ausmachen wird. Kommen wir nun zur Banane. Zur Banane legen wir die Serviette wie gehabt geöffnet vor uns hin. Als erstes falten wir die Serviette zum Dreieck nach oben. Achtet bitte darauf, dass die Spitze richtig sauber gefaltet ist. Diese Spitze ist nachher die Seite, die zum Gast zeigt. Also sollte sie auch schön aussehen. Jetzt legt ihr euren linken Daumen in die Mitte auf der Serviette und faltet die rechte Ecke nach oben. Zieht die Linien in Ruhe nach. Dann legt ihr den rechten Daumen auf die Serviette und faltet die linke Ecke nach oben. Auch hier sollten die Linien schön nachgezogen werden. Der Schlitz in der Mitte sollte möglichst klein bleiben. Jetzt faltet ihr die untere Spitze ca. 2/3 nach oben. Zieht eine saubere Linie. Solltet ihr den Auftrag bekommen, für eine Festtafel diese Serviettenform brechen zu müssen, faltet die Servietten immer bis zu dieser Stelle. Warum? Durch diese Höhe stellt ihr nachher die gesamte Höhe der Serviette ein. Also legt alle Servietten gefaltet bis zu diesem Schritt aufeinander und alle Servietten sind immer gleich hoch. Diese Höhe und diese Höhe sind wichtig. Dann faltet ihr die oben liegende Spitze einfach nach unten. Ihr seht, bei Papierservietten geht das nicht so einfach. Stoffservietten sind meistens 50x50 und sind einfach zu handhaben. Gut, dreht die Serviette bitte um. Zur Übung legt ihr bitte die Spitze zur rechten Seite. Greift mit der linken Hand in die Serviette, mit dem Daumen unter die Serviette, spreizt eure Zeigefinger und versucht mit der Hand eine Rollbewegung nach oben zu machen. Damit zieht ihr die Serviette schön hoch. Jetzt könnt ihr mit der rechten Hand die obere Ecke der Serviette greifen und in die sich zeigende Tasche hier einfügen. Nehmt dafür ganz einfach den Daumen kurz weg, schiebt die Ecke hinein und macht den Daumen wieder drauf. Was jetzt kommt, ist nur noch ein bisschen Feinarbeit. Versucht, die Serviette ineinander zu schieben und arbeitet sie schön in Ruhe aus. Hierzu eignet sich am besten der Mittelfinger. Ihr seht, wir können schön in der Hand nachformen. Greift in die Serviette hinein und formt sie schön rund aus. Das kennt ihr schon von der Bischofsmütze. Ein Tipp von mir, damit sie nicht auseinandergeht. Greift mit den drei Fingern eurer rechten Hand in die Serviette. Der kleine Finger verschließt hinten die Serviette, der Daumen hält nur vorne ein bisschen fest. Jetzt könnt ihr die Bananenschalen einfach zur Mitte nach unten öffnen. Es reicht auf halbe Höhe mit ein bisschen Spannung. So sieht die Banane wenigstens frisch aus. Auch hier gilt, dass ihr wieder euren Daumen auf die Tischkante legt und die Serviette im gleichen Abstand dahin stellt. Gut, schaut es euch noch einmal an. Achtet darauf, auf die schöne Spitze. Und dann sollte das schon klappen. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Üben.